Was machen Sie denn da? Ich kann nichts sehen. Das ist aber nicht sehr vorbildlich, ne? An alle, die noch keinen Führerschein haben, so macht man es nicht. Aber es ist so fast feucht. Es war gerade schon frei. Frontscheibenheizung, wenn ich dagegen ankommt, ja. Das ist ja weh. Aber jetzt wird es langsam nicht. Oh, ich kann mich halbwegs hinsetzen. Jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe. Ja. Ich wollte meine Hose abfusseln. Du bist voll der Hosenfussel. Ja. Die Sonne scheint. Doppelkinn im Wegmachen, ne? Sonne scheint, die Sonne. Ja, hab ich ja kein Problem mit Doppelkinn. Ne? Gott sei Dank. Wieso? Ich hab 3/4 Kinn. Achso. Gut. Alles klar, dann ist ja super. Ja. Kannst du die Belüftung dann ein bisschen leise machen? Oder so wie der Bingo-Bär. Ich habe gar kein Kinn. Er hat ein Riesenkinn. Ich glaube, das ist eher Brust. Aber dann hast du das Problem ja nicht. Dann ist ja gut. Nee. Ich habe gestern... Kann man wegschminken. Schon wieder... Ein Tutorial von gesehen. Ja, ein Doppelkinn wegschminken. Ja. Das brauche ich. Mit Silikon und... Und hier. Pflastersteine. Silikon. Was hast du denn da gemacht? Oh, ich habe einen Pflasterhals. Ich habe einen Pflasterhals. Das ist jetzt in. Halskrause. Halskrause. Macht sich einfach eine Halskrause um. Ja. Ja. Dauerhalskrause. Genau. Nein, komm. Egal. Lieber ein paar Fündchen mehr drauf, ne? Und gesund. Gestern kam ja das Video mit den Eichhörnchen, wo wir das erzählt haben. Ich wusste es, dass da wieder Nachrichten kommen. Ne? Ich glaube, so 2, 3 habe ich bekommen. Private Nachrichten. Wisst ihr überhaupt, was ihr da macht? Ihr könnt doch nicht einfach Eichhörnchen halten. Nee. Also, Manuel hat das schon im Video erzählt. Nase. Dass wir uns schon lange damit beschäftigen. Und was denkt ihr denn, dass wir uns da einfach jetzt so einen Vogelkäfig hinsetzen und da kommen dann die Eichhörnchen rein? Die fängt man sich dann noch am besten. Dann hat einer geschrieben, ihr braucht ja einen Züchterschein, man kann nicht einfach Eichhörnchen zu Hause halten. Den wird Manuel auch machen, keine Sorge. Den mache ich tatsächlich, aber ja, nicht, weil es notwendig ist. Du kannst Eichhörnchen halten ohne Züchterschein. Nur wenn du züchten willst und möchtest diese Zucht weitergeben, dann brauchst du auch einen Züchterschein. Den will ich machen, der ist allerdings ein bisschen kompliziert. Ich habe von einigen gelesen und mit einigen geschrieben, die den gemacht haben. Die sitzen dafür dann tatsächlich 2 Stunden, 2,5 Stunden bei der Naturschutzbehörde. Ja, und Manuel ist auch mit sämtlichen Züchtern in Kontakt, wie denn so ein Stall gebaut wird, wie groß der sein muss und. Ja, das ist ja nicht einfach so, wir setzen uns da jetzt einen Stall hin. Ich wollte eigentlich gar nicht darauf eingehen, aber ich möchte das nur mal kurz noch mal betonen, dass es also nicht so ist, dass wir uns da einfach so einen kleinen Vogelkäfig hinsetzen. Vom Gesetz her, und das ist echt traurig, braucht man für ein Eichhörnchen 1 Meter mal 1 Meter mal 2 Meter. Das finde ich echt traurig. Ich habe das vor ein paar Tagen noch bei eBay Kleinanzeigen gelesen und da habe ich echt Tränen in den Augen gehabt. Da hatte jemand ein Streifenhörnchen und hat das in der Wohnung in so einem kleinen Käfig gehalten und hat das dann verkauft. Mhm. Das fand ich ganz gruselig. Also du brauchst als Minimumanforderung für ein Eichhörnchen oder beziehungsweise für ein Hörnchen, es gibt ja verschiedene, brauchst du 1 Meter mal 1 Meter mal 2. Das ist viel, viel, viel zu klein. Die bekommt so eine Voliere, die hat so 10, 12, ich denke, wenn wir um die Ecke gehen, auch bis zu 14 Quadratmeter und da drin können die sich austoben. Genau. Springen und es ist ja auch so, es sind ja keine Eichhörnchen, die einfach im Wald gefangen werden und die man dann einfach da in den Käfig reinsetzt. Ja, das ist verbogen. Genau, das sind ja Eichhörnchen, die würden alleine gar nicht überleben, ne, in der Natur. Extra gezüchtet. Genau, das sind ja extra Zucht-Eichhörnchen. Wenn wir uns jetzt eine Katze gekauft hätten, dann hätte keiner was gesagt. Und meint ihr, eine Katze oder ein Hund oder ein Vogel ist gerne eingesperrt? Nee. Von daher habe ich auch überlegt, ob ich das überhaupt hier weiter filmen soll, weil das geht mir schon wieder auf den Sack, ganz ehrlich. Ja.
Aber solche Leute muss man... Es gibt Menschen, die haben, was das angeht, recht. Es gibt wirklich welche, die meinen, die können irgendwie ein gefundenes Eichhörnchen behalten. Oder ja, beziehungsweise können das einfach... Die gibt es und das ist eine Katastrophe. Sowas kann man nicht machen. Nee. Also das ist schon alles ordnungsgemäß. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ihr kennt uns ja auch gar nicht. Ihr wisst ja gar nicht, wie das überhaupt alles vonstatten geht und mit wem wir da Kontakt haben und wie das alles funktioniert. Also von daher schön die Schnute halten, ne? Ansonsten werden wir das hier nicht mehr weiter mitfilmen, weil ich habe da dann einfach keinen Bock drauf. Ja, das musste ich einfach mal sagen jetzt. Weil so ein Getue immer und Gelaber von jemandem, der dann gar keine Ahnung davon hat. Muss ich mit so der Materie erstmal auseinandersetzen. Genau. Wie gesagt, ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde den Einwand ja gut. Hinterher hat man sich damit nicht beschäftigt und dann meint man das ganz einfach. Insofern ist das schon richtig. Aber es wird immer so geschrieben, es wird vorausgesetzt, dass wir uns gar nicht damit auskennen. Also es wird schon so dargestellt, dass wir uns da gar nicht mit auskennen. Und so wie die Leute schreiben, Rechtschreibung brauche ich gar nicht von Anfang. Das ist das Problem. Was das für Leute sind. Also kein Bild drin, keinen vernünftigen Namen drin und dann auch noch eine Rechtschreibung wie ein... Einer aus der dritten Klasse. Das ist das Problem heutzutage in Deutschland im Internet. Jeder meint, und wirklich jeder, diejenigen, die früher mal die Schnute gehalten hätten, weil sie nicht in der Lage sind, einen geraden Satz hinzukriegen, die hätten früher den Mund gehalten. Weil sonst hätten sie auf dem Schulhof einen mit dem Turnbeutel gekriegt. Und heutzutage meint ja im Internet jeder, dass er seinen Senf überall zugeben muss. Mhm. Also einige Sachen lese ich echt. Und da komme ich aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus und denke mir so, hä? Gestern habe ich auch wieder irgend so ein Ding gelesen, da hatte irgendwer, keine Ahnung, hat gefragt, kann mir jemand Starthilfe geben? Ich stehe da und der ADAC ist so ausgelastet oder was. Da ist jemand, der braucht morgens Hilfe. Ja. Der steht da und braucht sein Auto. Und darunter wird eine Diskussion entbrannt nach dem Motto, ja, da kann man sich auch einen Akkupack anschaffen. Ja. Der steht irgendwo in den Karpaten und hat keinen Strom mehr. Und dann bist bestimmt selber schuld, hast Licht angelassen und darunter geantwortet, ja, ich bin selber schuld, das hat damit auch nichts zu tun. Ist denn jetzt hier keiner, der mich überbrücken kann? Hier, ruft doch ein ADAC an. Lies bitte oben den Text. Da drin steht, die brauchen 2 bis 2,5 Stunden. Ich gehe mir einen Arsch. So ging das eine Stunde. Also, und es ist ja auch so, im Internet haben sie alle immer eine große, ne? Schnute. Alle eine große Schnute. Aber wenn wir jetzt irgendwo in der Stadt sitzen würden und jemand, der das geschrieben hat, würde uns in der Stadt sehen, der würde ja nicht auf uns zukommen und würde sagen, ey, was habt ihr denn da vor? Ey, ihr wollt Eichhörnchen halten? Das geht so aber nicht, ne? Da müsst ihr euch schon ein bisschen mit befassen, ne? Wird ja keiner machen. Der Ton vor allem. Der Ton macht die Musik. Ja. Aber an der Schreibweise habe ich ja schon erkannt, was das für eine Person ist. Also wir brauchen da gar nicht weiter drüber sprechen. Nein. Ne? Okay. Das ist belustigend. Es ist einfach nur lustig. Also ihr kränkt uns damit auch nicht, wenn ihr solche Kommentare schreibt. Ich lösche die zwar, aber weil ich nicht möchte, dass da irgendwie da irgendwelche Diskussionen ausgelöst werden unterm Video. Bei Privatnachricht ist es ja egal, da brauche ich es ja nicht löschen. Aber ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich rede schon wieder viel zu schnell. Ja. Kannst du mit der Vogelflüsterer? Ja. Kannst du mit denen sprechen? Ja. Ja? Ja. Die hat gesagt, was will die Alte mit der Kamera? Moin. Moin. Ist das hier das Essenstaxi? Cousin. Wir müssen dieses hier, das ist doch bestimmt dieses Haus hier, oder nicht? Bünding? Steht das nicht hier dran? Warte. Guck doch einfach, wo das Rathaus ist. Nein, das ist das Rathaus. Guck doch, wo das Rathaus ist. Hier ist das Rathaus. Schmiedestraße fährst du hier runter. Das Hannelore, hier runter. Rechts und gleich wieder links ist die Schmiedestraße. Da ist auch die Gemeinde. Ist da auch. Wo ist denn das Rathaus? Das hier? Das ist das Rathaus. So, und wo sind wir? Wir sind dann, Unere. Unere. Straße. Ja. Dieses hier ist die, warte. Brunnenstraße ist das doch, oder nicht? Große Bleiche. Hasselderstraße. Große Bleiche ist doch die Schule. Das ist darunter. Ja. Diese Brunnenstraße. Diese Brunnenstraße. Wo ist denn jetzt die Brunnenstraße? Rathaus. So. Weiß ich nicht. Ich wollte nur sagen, ich habe nur diesen einen Nachmittag frei. Ja, gut. Weiter.
irgendwas. Wir müssen noch zu Mr. Lady, die haben super Courting. Ich finde die so toll. Ja, super. Setzt du das Cappy auch noch eben oben drauf? Oh ja, das hat ja, die steht aber wirklich gut, Sabine. Und die Stiefel dazu. Ja. Perfekt. Rockerbraut. Setz das Cappy noch einmal auf. So. Ja. Boah, sieht das aus. Hannelore. Mit so einem Mantel. Und was haben wir bis jetzt erreicht? Wir haben nichts erreicht. Gar nichts. Also wir sind seit um 2:30 sind wir, glaube ich, in der Stadt, ja, ne? Ja. Du, wir haben gerade gemerkt, dass wir noch gar nichts erreicht haben. Wir haben eigentlich nur gequatscht und nur hier rumgesessen und rumgelaufen. Das war auch schön. Ja? Wir haben uns ausgesprochen. Aber jetzt gehen wir noch eben zu Mr. Lady und Rossmann, oder? Ja. Wir gehen jetzt nicht mehr weg. Aber die Zeit, die fliegt ja auch, ne? Ja. 5 Uhr gleich. Eine schöne laue Luft ja noch, ne? Eigentlich so schade, dass wir da in Geschäften rumbummeln jetzt. Ja, aber wir sind ja auch ein bisschen schon gelaufen, ne? Ich habe mal überlegt, dass es vor 2 Tagen noch bitter kalt war. Ja. Dann lass uns erstmal hier rein. Ja. Die sollen ja so. Die haben aber nicht meine Größen. Doch. Hier habe ich diese Jacke. Wir haben alles da geholt. Die habe ich schon auch fast geholt. Die Oberteile, Mama. Ne? Ja, Oberteile. 3 Oberteile habe ich mir letztens geholt. Da ihr mal fragt, was ich mir gekauft habe. Einmal diese Bluse für 10 Euro. Die ist hier mit so Flatterarmen. Und nochmal sowas ähnliches. Auch für 10 Euro. Haarfarbe. Ein Kajalstift. Lipstick. Meine Foundation, Bronzer, der beste, den es gibt,